I got us some cannons in the trunk. Holy shit, where'd you get all this stuff? Been saving for a rainy day. You like? Yeah, I like. Okay. Das heißt, bei dieser Mission werden wir mit Waffen ausgestattet. Ja, dann mach doch auch mal das Tier, Lance. Ja, wir gehen hier links rum, weil rechts rum ist ja dieses Labyrinth. Da müssten wir uns erst durch das Labyrinth prügeln. Hey, du bist ja was zu gebrauchen, Lance. Ach du Scheiße, mittlerweile 3 Sterne. Es kann spaßig werden. Na ja, gut. Okay, amigo. Ja, die Sterne sind schon wieder weg. Das ist ziemlich praktisch, dass die Sterne einfach verschwinden. Diaz, I've come to take over your business. Tommy, you betrayed me, you idiot. I'm gonna kill you real soon. This, you murdering bastard. So, das war's. Glaube ich, hoffe ich, denke ich, meine ich. Tut mir leid, wenn ich gerade sehr, sehr still war. My beautiful house. Look what you done to it. This is for my brother. I trusted you, Tommy. I would have had you made. Say good night, Mr. Diaz. Objekt erworfen. Okay, so kann man das auch nennen. So. Ah, jetzt bin ich aber gerade ja motiviert, noch weiter zu spielen. Ja, komm. We gotta redecorate this place. We gotta make it look older. I can't stand this look.
Tommy, what do you say? What do you say we put a bar in the... You're my lawyer, Rosenberg, not my interior decorator. Got it? Listen to me. The time to take over this town is now. It's all out there waiting for us. We need to start seizing territory. And let Vice City know we're the new players in town. You know what I'm saying? What you need is a legitimate front, Tommy. Real estate. It's never done me no harm. We need to start using some muscle. Or we can kiss all that hard work goodbye. Local business know Diaz is dead, and they're refusing to pay protection. Oh, we could try bribery. Bribery? Screw bribery. I'll show you how to make them scared. I'll be back here in 5 minutes. Okay. Oh, ja. Die Aufgabe. Anyway, well. Die ist tatsächlich auch nicht ganz ohne. Da wir im Verlauf der Mission immer mehr Sterne sammeln werden und die Cops immer mehr hinter uns her sein werden. Das ist sinnvoller, hier links zu fahren, glaube ich. Ja, in dem großen Einkaufszentrum werden wir gleich anfangen, Schaufenster zu zerschießen. Ja, und das finden die natürlich weniger gut. Hier kommen immer mehr Sterne und Sterne und Sterne. Raus da. Gerade rechtzeitig vor der Explosion weg. Ich glaube, sonst hätten wir vielleicht sogar noch Schaden genommen. Ja, jedenfalls, wir machen da Schaufenster um Schaufenster kaputt. Bekommen deswegen Stern um Stern. Ja, und dann... Ja, es ist halt dann irgendwann ziemlich schwer, dann vor der Polizei weg und trotzdem die Schaufenster kaputt und hier und da. Ja. Statistics show that families that spend time together naked are the best kinds of families. You see? So. My livelihood destroyed. Persetti, remember the name. Genau, da haben wir nämlich den ersten Stern. Hey, da ist ein Päckchen. Das ist cool zu wissen. Hey. Ah, fuck, dass da gerade in diesem Moment der Polizist dann auch da war. War jetzt ärgerlich. Ja, ja, du bist ein Officer of the Law, das ist mir egal. So. Ach, warum denn schon 4 Sterne, Leute? Wunderbar. Geht doch. 5 Sterne waren das am Ende. Das war nicht gut. Ja, jetzt tritt das ein, was ich schon von Anfang an immer mal wieder angedeutet habe. Wir können Immobilien kaufen. Also, ja, nicht nur Immobilien, sondern eben auch so die richtig schönen, großen Sachen. Und da drin ist eine Schießerei im Gange. Oh, weißt du was? Ich kauf mir das hier auch noch. So.
recording studios with some major artists. Why don't you pay us a visit? You know it makes sense, don't ya? See you later. Oh, wir kriegen immer mehr Missionen, das ist toll. So, ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play GTA Vice City. Ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit gefallen. Ihr dürft mir gerne Kommentare unten drunter lassen und mir sagen, wie ihr es fandet. Ich freue mich über Rückmeldungen. Und ich würde sagen, damit... Oh, noch ein Anruf. There's a lot of opportunity in this town if you own the right real estate. You catch my drift? I reckon so. All I'm saying is keep your eyes open, and you might find the perfect business opportunity. I'll catch you later. Later, Avery. Ich speichere nochmal, damit das Telefonat nicht wiederholt wird beim nächsten Mal. So. Und dann war's das wohl. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und bis dahin. Ciao!